So, hallo. Da sind wir wieder bei Pokémon Perl Edition. In Ewigenau. Yay. Das letzte Mal sind wir hier angekommen, haben die Arena ja noch gebasht. Soweit kann ich mich ja noch erinnern. Da. Man kann die Orden hier reinigen. So mache ich das auch gerade mal. So, und das andere auch noch. Und fertig. Okay. Dann geht's weiter. Wir waren hier durch, aber konnten hier noch nicht rein. Ins Team Galaktik Gebäude. Also zerschneiden wir erstmal alles und gehen da rein. Team Galaktik ist nicht an der Welt interessiert, sondern an den Sternen. Willkommen bei Team Galaktik. Willst du deine Pokémon spenden? Was nicht? Dann verlasse bitte sofort unser Grundstück. Du willst doch nicht, dass dir das gleiche passiert wie dem Besitzer des Fahrradladens, okay? Hello. Wir sammeln Pokémon für ein erstaunliches Unterfangen. Deine Einmischung wird nicht toleriert. Entschuldige, aber Team Galaktik nimmt keine Kinder auf. Wir wollen gar nicht aufgenommen werden, wir wollen euch fertig machen. Was bei diesen Pokémon wohl auch nicht das Problem ist. So. Ich mach mal hier. Passt das so? Mach mal so. Haben wir es noch ein bisschen leiser gemacht hier, den Desktop-Audio-Ton. So. Und da ist Wompe weg. Man muss ja nicht so viel hier von dem Spiel hören. Das ist ja eh nur Gedudel. Nein, man hört es ja sicherlich schon. Das Sobat ist jetzt nicht so schlimm. Ich mache deshalb immer erstmal das so hier. Siebler trifft ja eh beide Pokémon. Und wenn eine Seite schon mal weg ist, dann haben wir ja eh doppelte Macht für die andere. Dann ist der Rest mir nämlich auch egal. Okay. Dann machen wir es so. Tschüss, Zubat. Und Panikon ist auch weg. Mit einem Volltreffer, ob der jetzt so nötig war. Keine Ahnung, ich glaube nicht.
So, das letzte Pokémon. Nein. Man sieht ja selber, was passiert, ne? Man trifft das eigene Pokémon, das ist dann doch nicht so gut. Na, okay. Dann jetzt. Level 17. Galaktika-Rüppel besiegt. Ja. Das mache ich gerne. Auch wenn ich noch ein Kind bin. Ich mische mich gerne in fremde Angelegenheiten. Oh Gott. Hallo. Unsere Zielvorgaben sind unfassbar. So unfassbar, dass ich sie nicht verstehe. Ich verteidige sie trotzdem mit blindem Gehorsam und dir wird nichts verziehen. Kann ich hier super mit Intensität einfach durchhauen. Wir machen einfach weiter mit Kleinstein. Auch wenn hier mit Intensität nicht mehr viel zu machen ist. Dafür ist Super nämlich nicht geeignet. Dann müssen wir es so machen. Oh, oder auch nicht. Denn doch lieber Steinwurf. Ja. Wofür kämpfe ich nochmal? Tja, wenn du das schon wieder vergessen hast, dann Postmahlzeit. Team Galaktik arbeitet hart an Energiequellen für die Zukunft. Okay, du willst nicht kämpfen. Sehen wir mal, wie gut dieses Pokémon ist. Ich habe es einem Trainer stibitzt. Ja, ihr seid böse. Okay, hier soll ich wieder mit Intensität angreifen. Neun. Nicht sehr effektiv. Dann Steinwurf. Das ist sehr effektiv. Aber noch nicht besiegt. Jetzt besiegt. Was soll das denn? Tja. Wenn ich das wüsste. Wir forschen an neuen Energieformen. Wir wollen uns die mysteriöse Kraft der Pokémon aneignen und als Energiequellen nutzen.
Ja. So macht man es heutzutage. Ich wunder. Oh, vielen Dank. Wir lieben es, wenn Leute uns ihre Pokémon spenden. Ich spende nicht. Ich besiege euch. Zehn. Das reicht eindeutig. Auch wenn es nicht sehr effektiv ist. Na, ein bisschen noch. Okay. Level 18 jetzt aber, ja. Finale, nee. Aber ich kann ja mal gucken. Vielleicht Lehmsula. Aber trotzdem benutze ich die Attacke nicht. Das war's, ne? Ja. Ja, wir sind fertig. Also, die Frage kommt zu spät. Hallo, was machst du da? Gewöhnliche Leute wie du verstehen einfach nicht die großen Ziele von uns. Von Team Galactic. Ehrlich gesagt, ich habe auch keine Ahnung, was das Ganze soll. Hallo. Ohne Fragen, die Operation ausführen. Das ist unsere Aufgabe. Alles für eine neue Weltordnung, die unser Boss einleiten wird. Forscher Zaber mit einem Kadabra. Kommt der mit seinen Löffeln an? Und macht da nicht viel. Ich sehe schon wieder, dass der Bot hier nicht geschrieben hat, dass ich live bin. The Pixel Heroes. The Pixel Heroes. Gibt's ja nicht. Wow, Volltreffer. Wir haben ja noch genug andere Pokémon, so ist es nicht.
Damit kommst du nicht davon. Doch, bin ich ja. Hallo. Was hat Team Galactic nur vor? Warum stehlen sie unsere Pokémon? Was wollen sie damit erreichen? Nix. Bestimmt. B. Knapp. Wer bist du? Was wolltest du etwas? Ja. Kämpfen. Ach. Wieso frage ich so dumm? Du willst die Pokémon befreien. Ja klar, als ob ich das erlauben würde. Bestimmt, warum nicht? Verstehe ich nicht. Einfach befreien. Ist doch nicht das Ding. Commander Jupiter mit einem Zubat. Oh, Flügelschlag. Das war sehr effektiv, aber das ging noch. Guck dir mal das an. Ja, hier. Wenn du es nochmal sehen willst. Wow, du kannst auch bis. Stunktank, nö. Probieren wir es damit. Wow. Dann machen wir es halt so, Funkensprung. Gefühl, das verlieren wir. Auch paralysiert. Das war die falsche Beere. Die hilft dir erstmal nicht. Wobei, doch. Ob das jetzt nötig war. Aber wir haben es geschafft. Einem Kind, Pech. Hui, du bist ganz schön zäh. Oh. Macht aber nichts, unsere Untersuchung der Pokémon-Statue ist beendet. Mars hat die Energie des Windkraftwerks gespeichert. Wir sind hier fertig, aber eine Sache verrate ich dir. Unser Boss erforscht die alte Pokémon-Mythologie. Mit der Macht der mystischen Pokémon wird er ganz Sinnoh beherrschen. Also kommt Team Galactic nie wieder in die Quere, klar? Das ist meine letzte Warnung. Ich habe mein Pipi zurück und das ist allein dein Verdienst, aber dieses Team Galactic. Die haben gesagt, Pipi, komm aus dem Weltraum. Pipi kommt aus dem Weltraum, her damit. Was für eine krude Logik, als kämen sie selbst aus dem Weltraum. Jedenfalls sind sie jetzt weg, vielen Dank. Schau doch in meinem Fahrradgeschäft vorbei, wenn du in der Nähe bist, ja?
wenn ich da jetzt nicht in der Nähe bin.